So, und damit hallo und herzlich willkommen wieder zurück. Ja, gucken wir mal. Ja. War das Spiel geladen? Ich hoffe, dass diesmal nichts passiert. Letztes Mal, woran lag es? Eigentlich gab es eine Folge, aber ich habe praktisch nicht während der Folge, die ich aufgenommen habe, mitbekommen, dass schon nach 3 Minuten OBS, das ist Aufnahmeprogramm, aus irgendeinem Grund die Aufnahme beendet hat. Keine Ahnung, es gab eine Fehlermeldung, irgendwas und ja, jetzt war es dann natürlich zu spät, noch was zu machen. Da habe ich gedacht, okay, gibt es halt keine Folge, was soll's. Ist halt schade, also ich finde es schade, aber lässt sich ja dann nicht ändern, ne? Ja. So, hier haben wir ja fleißig noch rumgebaut. Ja, das stimmt schon, wir können das hier natürlich auch nutzen, um halt schnell Eis zu holen. Aber so geht es natürlich auch. Wir haben ja noch genug Eis. Es ist ja nicht so, dass wir jetzt irgendwie an Eisknappheit leiden. Mal gucken. Oder auch doch. Okay. Echt, haben wir jetzt alles Eis aufgebraucht? Das ist ja krass. Warte. Wasserstoff. Ja gut, wir sind hier bei 16,9% beim Großen. Ne? Wir sehen, 2,5 Millionen Liter haben wir da schon. Und der ist schon so ein Viertel voll. Das ist schon ordentlich. Das reicht schon mal eine ganze Weile. Ja, jetzt müssen wir nur gucken. Ja, wir werden das machen. Wir werden das versuchen. Ich muss noch irgendwie gucken, dass wir, fällt mir gerade ein, auch die Leitungen umlegen. Ja, dass wir hier entsprechend. Wo ist der Anschluss? Ich glaube, auf der anderen Seite ist er dann, ne? Ja, hier so. Die müssen jetzt halt noch weiter nach da verlegen, aber das ist ja nicht so das Thema. Sind wir gestorben? Müssen wir ja. Okay. Aber ich habe doch das Spiel pausiert. Wir sterben, wenn das Spiel pausiert ist? Das ist ja interessant, weil ich. Stimmt, ich stand eigentlich ganz woanders. Und nicht beim Survival Kit. Das ist ja faszinierend. Okay. Wahnsinn. So, Elite Arms. Wasser. Ja, nehmen wir auch noch mit. Genau, das müsste reichen. Dann brauche ich aber noch Stahl. Stahlplatten. Interne Panzerung wäre irgendwie noch ganz geil, ne? Fahren wir noch ein bisschen was mit? Haben wir denn interne Panzerung noch? Interne Dachwand. Genau. So. Dann haben wir erstmal von allem was. Und dann kann ich nämlich auch hier hinten dann loslegen. Das war sehr eigenartig. Ja, können wir froh sein, dass kein böser, fieser Gegner aufgetaucht ist in der Zeit. Und das hier platt gemacht hat. Das wäre schon sehr eigenartig geworden. Aber gut. Eigenartig kennen wir ja. Das passiert uns irgendwie öfters. So. Dann halt hier. Genau. Das ist dann der Verbinder. Boah, Schiff. Genau. Sehr schön. Und schwuppdiwupp. Ist alles wieder fertig. Ich muss nur den einstellen wieder. Zum Glück. Hier, verriegeln. Umschalten. Aber wir sind relativ schwer. Ich glaube, es liegt doch daran, dass wir jetzt halt.
das dabei haben, ne? Das ganze Gestein. Das müssen wir jetzt auch noch loswerden. Das ist ja natürlich jetzt auch nicht so das Thema, hoffe ich. Denn wir sollten ja relativ zügig den meisten Krams loswerden können durch die Raffinerien. Okay. Ja, wir brauchen vielleicht dann doch noch ein paar mehr Triebwerke oder irgendetwas. Wir sehen, die Beschleunigung ist atemberaubend. Fast nicht merkbar, spürbar. Nee, das ist falsch. Ah doch, okay, wir fliegen drüber, glaube ich, ne? Ja, okay. Da hoffen wir, dass es jetzt passt, ne? Wir sehen es ja, Bremsen ist schon so eine Sache. Also sehr, sehr träge gerade. Okay. Müssen wir nur schauen, dass wir das hier hinkriegen. Ah ja, es ist da. Schon erledigt. Warte mal. Cargo. Das nenne ich. Genau. Das nervt mich nämlich. So. So, dann das hier. Genau, und den hier auch noch. Ah, sehr schön. So, jetzt können wir auch andocken. Genau, und dann nehmen wir hier Nora Cargo. Achso, müssen wir vielleicht hier mal machen. So. Genau. Dann gehen wir mal hier auf Raffinerien. Dann packen wir nämlich erstmal alles, was wir haben, darüber. Es wird eh nicht reichen. Wir haben einfach zu viel von dem ganzen Kram zu sehen. Nie im Leben werden wir das jetzt alles hier wegkriegen. Wir haben zwar schon reichlich Raffinerien, ne? Aber nicht so viele. Das ist halt nichts, ne? Das ist, Naja gut, okay, wir haben es fast weg, ne? Wir sehen, das ist jetzt alles gewesen. Okay. Aber ich brauche hier draußen irgendwie... Wir können einen Frachtcontainer aufbauen. Siehst du, das ist eine Sache. Das wäre noch so eine Möglichkeit. Genau, dass wir hier einen Frachtcontainer mit dranhängen. Ja. Oder hier unten drunter irgendwo. Müssen wir mal gucken, wo wir vielleicht hinkriechen können. Wo wir eventuell einen Anschluss haben. Und dass wir einfach nur den Frachtcontainer da erstmal dranhängen. Hier hinten, da, guck mal hier. Perfekt, genau. Das ist das, was wir suchen. Cargo ein. Also einen schmalen Cargo hin. Genau, den hier zum Beispiel. Das sieht doch ganz gut aus. Den hier hin, den dahin und dann den dahin. Genau. Und schwuppdiwupp. Den hier noch dahin. Und oh. Ja, machen wir zu kurz.
Dann haben wir doch ein bisschen Möglichkeit, hier noch das eine oder andere mit unterzubringen. Finde ich ganz okay, denke ich mal. Okay. Brauche interne Panzerung. Das müssten wir wohin kriegen irgendwie. Gucken. So. Interne Panzerung. Oh, sagen wir mal 1000 Stück, das müsste ja reichen. Ja, momentan, ich kriege gerade hier so Nachrichten wegen GTA 6. Da gab es ja einen Mega-Leak, ne? Knapp 90 Minuten an Videos. Aus einer ziemlich frühen Phase, so wie es erscheint, schon vor ein paar Jahren. Wurden da geleakt. Naja. Und das erhitzt ja schon wieder die Gemüter, ne? Der Charakter, den man da spielt, das. Ja, was man da sieht. Es sieht nicht so richtig gut aus, ne? Es macht halt eher so ein, naja, hoffentlich sieht's mit, also so Gameplay-mäßig. Hoffentlich ist es mittlerweile ganz, ganz anders und hoffentlich auch wirklich so. Denn das, was man da so sieht, das, ich muss sagen, manche haben so geschrieben, ja, total die super intelligenten hier NPCs und alles. Fand ich jetzt nicht so, aber man muss auch überlegen, das Ding läuft auf einer GeForce 1080. Ja. Die ist jetzt auch schon ein paar Tage alt. Und man sieht auch, dass es teilweise sehr früh in der Entwicklung ist, manches, weil die Charaktere noch keine Texturen haben, Texte noch nicht da sind. Immer da so Platzhalter eingeblendet werden für manche Dialoge und sowas. Und ich muss sagen, in der einen Szene, wo man gesehen hat, wie der Charakter einen Überfall gemacht hat, einen Raubüberfall in so einem Diner und dann raus ist und die Cops praktisch nichts gemacht haben, als er dann drumrum geschlichen ist, drumrum gegangen ist, muss man eher sagen. Schleichen war es nicht so, weil man konnte ihn ja sehen, eindeutig. Um sich dann das Polizeiauto zu nehmen. Da war schon so, okay, warum? Denn die Cops hätten ja eigentlich reagieren müssen. Ne? Ich weiß nicht, ob man das da irgendwie jetzt nicht mehr so machen wollte, dass die Cops sofort schießen bei jeder Kleinigkeit. Was ja so ein bisschen untypisch wäre, denn das tun sie ja eigentlich sonst immer. Und ganz ehrlich, wozu brauchen wir die Cops, wenn sie einfach nur zugucken, wie man ins Auto einsteigt und wegfährt. Ja, und aber eine wirklich richtige Bedrohung mehr für den Spieler sind. Das ist schon so, ja, ich weiß nicht, irgendwie doof. Also, ich hoffe nicht, dass das so ist. Na, guck mal, die sind fertig, sehr schön. So, die nennen wir jetzt alle um. Genau. Das ist Nummer 2. Das ist Nummer 3. Das ist Nummer 4. Und das ist Nummer 5. Gucken wir mal, ob wir jetzt richtig liegen. Ja, okay, gut, super. Dann kann ich nämlich hochgehen aufs Schiff. Also ich kann es auch von hier unten machen, aber ich muss ja eh zum Schiff zurück, weil ich möchte ja weiterfliegen. Nämlich zum Eis, genau. So.
Sehr schön. Ja, jetzt sind wir auch ein bisschen leicht, aber nur so ein bisschen. Nur so ein ganz kleines bisschen. Ja, es ist trotzdem nicht so viel besser von der Beschleunigung. Aber gut, wo soll die jetzt auch herkommen? Na, gut, wir wegen, glaube ich, jetzt ein paar hundert Kilo weniger. Cardigan Bay. Cargo Ore. Okay. Ja, das kann natürlich alles sein, also ein bisschen global galaktisch gefasst. Ne? Ah, schon so ein bisschen. Abbremsen. Also, naja, gelandet sind wir ja nicht. Ne? Ohne jetzt einmal kurz. Schrubben wir nur so ganz flach übers Eis. Das sollte schon reichen. Wir sehen, das Gewicht steigt. Wir schreddern hier die oberste Schicht vom Eis ab. Genau, schön weiterbohren. Das ist gut. Genau, machen wir es mal voll hier. Ne, ist ja gleich voll, wir sehen es. Ne? Vier hält es nicht, oder naja, was heißt vier? Also, das ist schon eine ganze Menge, die wir mitnehmen. Okay, dann wieder hoch. Upsala. Weit ausholen mit der Maus. Uiuiuiuiui. So. Okay. Hier ausgleichen. Ja, okay, passt. Da haben wir jetzt ordentlich dabei. Ja, wobei so extrem viel ist das jetzt auch nicht, ne? Naja, passt schon. So, du. Ich würde sagen, ich dock das jetzt noch an. Gleich. Und dann sehen wir uns ganz entspannt beim nächsten Mal wieder. Also in diesem Sinne, bis dahin, euer Mr. Zocker.